Warum ich anfangs die Fresse halte, ist, weil ich überlegt habe, ob ich mich selber filme, ob ich den Hund wieder filme. Ich glaube, es ist besser, wenn ich erstmal nur den Hund filme, der schon wieder nur Scheiße im Schädel hat, um über das eine oder andere auf einen kleinen Weg, der übrigens nicht breiter als ursprünglich mal 20 cm war, naja, 30, 40 cm, angewachsen auf knapp 3 Meter. So, na komm. Ich habe euch die ganze Zeit versprochen, dass ich nochmal ein Hundevideo aufnehme. Kam irgendwie nicht dazu. Es hat sich ja einiges geändert in meinem kleinen, verschissenen Leben. Erstens, meine Stimme kackt immer mehr und immer mehr ab. Ich würde sagen, Ziel 2018 erreicht. Guck mal, ne? Kinder verdienen Geld, indem sie Zeitung austragen, mitten im Nichts schön die Scheiße verteilen. Das ist Berliner Hurensohnleben. In diesem Sinne, an die ganzen kleinen Wichser, fickt euch. Euch müsste man echt das Taschengeld entziehen. Es gibt Leute, die würden alles dafür tun, um diese Scheiße auszulösen. Ja gut, das filmen wir jetzt nicht. Jeder hat ein Recht auf Privatsphäre beim Kacken. So auch Sir Lancelot. Ich glaube, das wollen wir dann nicht sehen. Wir wollen eher das hier sehen, genau wie er rennt. Wie gesagt, ich habe überlegt, ob ich mich selber filme. Wir haben die 300 geknackt. Wir sind sehr, sehr weit gekommen. Ich meine mal, ich hätte nie gedacht, dass ich so weit komme in diesen knallharten, umkämpften Scheißhaufen, der sich YouTube nennt. Hey, Balu. Nicht wundern, dass er so ein komisches Halsband hat. Ich gebe ihm lieber so eins, weil das andere, damit würde er noch mehr ziehen. Und er hat verdammt viel Kraft, der Bengel. Ich meine, man zieht euch mal die Größe rein. Wenn wir euch mal ganz kurz auf den Boden nehmen. Komm. Billige Kamerafahrt, Rix. Ich wollte eigentlich mit euch auf den Boden gehen, aber dann kam er an und wollte spielen, die kleine Sau. Wir können ja mich ganz kurz zeigen, aber dann wisst ihr, wie ich aussehe. Und darauf habe ich irgendwie aktuell keinen Bock aufgrund, da es ja leider so ein paar Idioten gibt, die mich ein Weichei nennen. Und sie sollen ja nicht die Hackfresse sehen, die denn irgendwann mal in den Arsch tritt. 300 ist eine Zahl, ich muss mich, glaube ich, erstmal bei einigen bedanken und auch bei einigen entschuldigen. Warum muss ich mich bei einigen entschuldigen? Weil ich mich im Moment seit einer kleinen Aktion bei einigen nicht mehr blicken lasse. Es gab da nämlich einen kleinen Vorfall und seitdem an habe ich mich bei der Person irgendwie auf dem TS kaum noch blicken lassen oder wenn ich da bin, bin ich nur noch gemutet. Und das Problem ist, ich komme immer nicht so schnell hinterher, wie Balu rennt, weil er will immer in meine kleine Miniaturspray, wo ich hier wohne. Und mir ist es diesmal egal, wie lang das Video ist. Ihr guckt euch das eh nicht bis zum Ende an. Ich kenne euch Gasnasen. Ja, hier haben sie versucht, eine Brücke zu bauen. Da gehe ich nicht rüber. Ich habe ja keinen Bock, meine super Regenschuhe in Wasser zu trinken. Immer wenn ich in den Wald gehe, ziehe ich Stahlkappenschuhe an. Hat den Grund, es ist angenehmer. Komm, Balu darf diesmal den Weg entscheiden. Ich würde jetzt eigentlich den Standardweg mit euch laufen, den wir schon kennen. Aber warum nicht? Warum einfach mal nicht dem Hund folgen? Ich meine mal, man muss sich ja auch mal in Neuland wagen. Und das haben wir gemacht mit YouTube. Wir haben angefangen, uns mit YouTubern zu messen, die ihre Leute auf mich gehetzt haben. Aber es ist alles geklärt, und wir geben nicht Clan bei, denn dafür zeigen wir den hier. Denn warum soll ich Clan beigeben? Da ist Balu.
warum soll ich klein beigeben? Ich hab da echt keinen Bock zu. Ja. Ich werde meinen Content weiter so durchführen, wie ich es gewöhnt bin. Guck mal, Balu, da gibt's eine, wie man das auch so schön nennt, eine Brücke. Komm, wir gehen Fische gucken. Ich werde meinen Content so weiter durchziehen. Hab dann gestern noch einigermaßen geile Nachrichten bekommen nach dem Livestream, weil ich ja umziehen will. Und der eine versucht jetzt echt da für mich eine Wohnung zu klären. Dankeschön an den gewissen Herrn. Ich möchte auch nicht, dass er was dazu unter den Kommentaren schreibt, weil sonst geht man ihn auf den Sack. Und das will ich nicht. Ja, ich sag das gleich von vornherein, dass man ihn auf den Sack gehen könnte, weil auch wenn ich kein Fame bin, habe ich trotzdem keinen Bock, weil viele meiner Zuschauer aus Baden-Württemberg kommen und ich habe keinen Bock, dass sie dann wissen, wo ich wohne. Und dass sie sich dann immer mit mir treffen wollen und meinetwegen die ganze Zeit mit Balu laufen wollen. Da habe ich keinen Bock zu. Da ich ja dann doch eher so ein kleiner Einzelgänger bin und eher Zeit mit meiner Freundin genieße. Ich habe mir auch extra Zeit gelassen mit dem Video, weil ich weiß, dass sie jetzt erstmal eine Weile nicht kann. Also keine Zeit hat. Und ich mir dachte, okay, hey, komm, bevor ich jetzt die ganze Zeit am Rumjodeln bin und rumjaulen bin, dass ich sie vermisse und sie zuspamme, ist hier sowas, ne? Wildsägerei im Wald, finden wir gar nicht toll. Nein, Spaß, war der Förster. Wie wird es 2018 weitergehen mit meinem Kanal? Erstmal werdet ihr im 12-Stunden-Stream am 31.12. werdet ihr nochmal eine Kampfansage von mir bekommen. Man nennt das nicht nur Kampfansage, man nennt das so eine Art Neujahrsansprache. Ich weiß nicht, wie man so eine Neujahrsansprache halten soll. Weil ich dann, glaube ich, doch sehr, sehr, sehr viel laber. Balu, komm! Komm, die wollen nicht nur einen schnüffelnden Hund sehen. Die wollen dich sehen. Wir haben ja gestern gequatscht, was ankommt und was nicht ankommt. Dabei ist es mir egal, was bei euch ankommt. Ich habe mitgekriegt, dass ich zu sehr auf die Schiene gehe, was wollt ihr, was wollt ihr nicht. Und das werden wir wieder ändern. Ich werde wieder so ein bisschen egoistischer werden müssen. Einfach auf mich selber achten. Was ist da? Ist das ein Schweinchen? Wo ist das Schweinchen? Wo ist das Schwein? Ja, Balu, wo ist das Schwein? Wo ist das Schweinchen? Such es. Naja, gut. Komm mal hier. Was da? Such. Ja, ich such. Naja. Man merkt, er ist noch zu blöd dafür. Wollen wir weiterlaufen, Digga? Na, pfui, was frisst du da schon wieder? Hey, komm weiter. Wo willst du denn lang? Einfach da durch. Ach du Scheiße, hier, ne? Ich muss mich bücken. Ich bin ungefähr 1,80 groß. 1,80, also da, wo jetzt hier so die Linse ist, da ist ungefähr mein Schädel. Ja, also, ihr seht schon, ich muss mich bücken. Alles für den Hund. Alles für Balu. Ja, das ist, ich könnte wirklich kurz meine Hackfresse zeigen, aber ich habe da echt keinen Bock zu. Na, hör auf, wir sind doch keine Alkoholiker. Wir gehören nicht zu den Arschlöchern, die ihr ganzes Geld versaufen und verhuren und verkoksen. Das ist auch so ein Ding. Komm, Balu, ich will nicht nur den Wald filmen, ich will dich auch filmen. Ne, wir gehören nicht zu denen, die so eine Scheiße machen. Die gucken uns ein bisschen blöd an, also zumindest der eine. Weil die das hier bei mir in der Ecke nicht kennen, so dieses Phänomen YouTube. Die kennen alle nur YouPorn. Aber das ist, ja, was soll man sagen, ne? Haben halt alle keine Hobbys und müssen sich halt alle noch einen auf irgendwelche Silikondingern. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich will das Thema jetzt nicht ausweiten. Sonst wird irgendwann mein Kanal wirklich noch gestrikt. Malu, was ist los? Was ist los mit dem Baby? Ich werde gleich noch für jemanden streamen. In diesem Video möchte ich auch ganz kurz Happy Birthday sagen. Happy Birthday an Nudel. Ne, also, winke, winke. Damit wir dich auch kurz erwähnt haben, du alte Koksnutte. Weiß nicht, wie alt du geworden bist. Ich glaube 3 und ein Keks.
Ich werde jetzt auch nicht in der Öffentlichkeit singen, weil dann kommen wirklich die Wildschweine und werden mich penetrant von hinten vergewusstnutzeln. Und da haben wir keinen Bock drauf. Dope-Cookies dürfen nicht vergenusstwurzelt werden. Wir vergenusstwurzeln nur Cookies. Balou, wo sind die Cookies? Wo sind die Cookies? Wo sind die Cookies? Such die Cookies! Wo sind die Cookies? Wo sind die Cookies? Hier, was ist los? Wo sind die Cookies, Dicker? Hä? So, haben wir das Video extrem gestreckt. Was soll ich euch noch sagen? Dankeschön an den Pisser, der da irgendwo oben fliegt. Ja, wieder perfektes Timing. Das ist super. Irgendein Video habe ich mal aufgenommen, da war auch sowas mit einem Hubschrauber. Habe ich aber, glaube ich, nie hochgeladen. Einfach, weil ich viel zu schüchtern dafür bin. Weil ich immer dreimal überlege, ob ich den Scheiß hochladen kann oder nicht. Und in Streams ist es mir egal. Ich lasse alles raus. Aber wenn ich ein Video mache, überlege ich dann doch dreimal. Irgendwo, da ist mein Hund. Der macht jetzt sein eigenes Ding. Und hofft sich einfach nur, dass Herrchen hinterherkommt. An die, die mich nicht so leiden können und die ganze Zeit immer mit mir schimpfen, ne, ich kann nur sagen, danke, macht weiter so, denn ihr macht mich nur noch stärker und baut mich nur noch moralisch auf. Ich habe die letzte Nacht kaum gepennt, bin ich ganz ehrlich, mir geht's auch gerade nicht so wunderbar. Einfach, weil es da so ein paar Sachen gibt, die ich verdauen muss. Ja, den Tümpel werde ich euch jetzt mal nicht zeigen. Ne, übrigens, das, wo ich hier laufe, ist Naturschutzgebiet. Ja, das ist Naturschutzgebiet. Und dann fährt man einfach mit dem Trecker hier durch. So eine Arschlöcher, ey. Aber was soll's. Ja, also, das sage ich nicht so. Balou, willst du noch Nudel gratulieren zum Geburtstag? Balou, hey, willst du noch Nudel gratulieren zum Geburtstag? Ja, willst du noch guten Tag sagen? Hey. Wir werden langsam besser. Aber ich glaube nicht, dass die Zuschauer nur deinen Arsch sehen wollen. Oder, Balou? Sollen die nur deinen Arsch sehen oder was los? Hä? Also ich verspreche euch, 2018 sollte es soweit sein, dass ich umziehen kann. Dann gibt es auf jeden Fall ein Video von meiner Fresse, von meiner Hackfresse. Oh, da ist noch ein anderer Hund. Hier, Balou. Ich hoffe, wir haben den jetzt versehentlich. Also wenn ihr da hinten irgendwo mal einen Mann gesehen habt, er ist unerkannt, er ist zu weit weg. So gut ist ja mein Handy auch nicht. Ne, die meisten haben auch einfach Schiss, wenn ich hier anfange zu filmen. Und ne, dann haben die Angst, dass ich sie beim... Aber ich, Gott sei Dank habt ihr das nicht gesehen, was ich gemacht habe. Ne, ich will jetzt auch nicht wissen, ob die hier im Wald irgendwas Ekelhaftes machen. Hier Sumpfgebiet übrigens. Silvester machen wir einen 12-Stunden-Stream. Ich wollte eigentlich ursprünglich zu meinem Vater gehen, aber er ist noch so klein und, was heißt klein? Ich meine mal, ich bin 1,80, wenn er sich aufstellt, er kommt mit seinen Pfoten auf meine Schultern praktisch gesehen. So halbwegs, ne? Also fast meine Busen kriegt er. Ich werde das jetzt natürlich nicht mit ihm machen, weil seine Pfoten aussehen wie die Hölle pur und ich jetzt keinen Bock habe, dreckig zu werden. Ihr wisst, ich bin Gamer. Gamer dürfen sich nur einmal im Jahr waschen. Ich habe es jetzt nicht pünktlich zu Weihnachten geschafft, deswegen war ich vorhin duschen. Nein, Spaß. Ich mache das schon regelmäßig. Oh, hier gibt's was Neues zu sehen. Die Natur holt sich nämlich ja alles zurück. Und hier sind ja die Bäume umgekippt. Ich kann da jetzt nicht ganz nah rangehen. Balou ist geisteskrank. Ja, geil. Ich weiß, wer heute duschen geht. Ne, das ist wohl heute dein Glückstag, Balou. Pfui. Hör auf, in der Scheiße anderer Hunde rumzuschnüffeln. Das ist räudig.
Also auf jeden Fall, der Baum ist umgekippt, da hat sich erst ein bisschen Wasser gesammelt und jetzt flutet das hier alles, weil das Wasser nicht mehr so richtig wegkommt. Und ja. Also ihr wisst Bescheid, auf meinem Kanal kommen jetzt ein paar Änderungen. Und ich werde ein bisschen zum Alten zurückkehren. Mich auch ein bisschen wieder beruhigen. Was heißt beruhigen? Ich werde meinen alten Content wieder aufgreifen, dass ich einfach mal über Dinge rede, die mich tierisch ankotzen. Ich mache das jetzt schon auch, aber ich gehe zu sehr auf das ein, was mir Leute sagen. Manche sagen, ich soll über den und den YouTuber reden. Da habe ich aber keinen Bock, über ganz große YouTuber zu reden, weil die ganz großen YouTuber, die interessieren mich einen Scheißdreck. Die einzigste Bitch, die mich interessiert, ist Bibis Beauty Palace. Die tatsächlich jemand anderen gestrikt hat. Komm mal mit hier, Balu. Wir können nicht die anderen filmen. Er ist handelsarm. So, da kommen jetzt andere Hunde. Wir hören mal auf zu filmen. Balu, sag mal tschüss. Gut, da kommen jetzt andere Hunde. Deswegen, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüssen.